Hallo, hallo ihr Menschen da draußen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Stardew Valley. Hier ist wieder euer Berndi, der Führungskraft, Person, Fachpersonal, so. Und wir reden heute, wie gesagt, über was macht für mich eine gute Führungsperson aus. Das ist jetzt natürlich ein bisschen schwer zu formulieren. Was heißt schwer zu formulieren, das ist eigentlich nicht. Es gibt natürlich viele Situationen. Ich habe einmal schon angesprochen, Frauen wären eigentlich gute Führungspersonen. Das ist derer Meinung bin ich immer noch. Aber es mangelt so durch der durchschnittliche Frau. Ist jetzt aber auch gar nicht böse gemeint und ich möchte gar keinen angreifen. Wenn du das jetzt siehst und du bist eine Frau, dann kannst du vielleicht trotzdem diese Eigenschaften haben. Aber ich habe nur generell im Leben erlebt, dass es meistens eher nicht so war. Und ich kann es auch ganz nett und freundlich erklären, wieso das so ist. So. Grundsätzlich, wo fangen wir an? Mittig und in der Gauline, wo fangen wir an? Wir fangen an mit den, welche Situationen gibt es in einem Unternehmen? In einem Unternehmen oder in irgendeiner Organisation gibt es diese Situation, wo alles glatt läuft, wo alles funktioniert. Da muss man halt einfach wahrscheinlich als Chef oder als Führungsperson freundlich sein zu den Mitarbeitern, weil eine gute Beziehung zu deinen Mitarbeitern ist einfach ein bisschen, ich würde sagen, der Schlüssel zu einem guten Klima in deiner Firma. Gibt aber nicht immer nur schöne Situationen, wo alles glatt läuft. Und das ist halt das Problem. So. Wichtig. Es gibt jetzt diese Situationen, diese Stresssituationen, diese Drucksituationen. Scheiße, jetzt geht alles drunter und drüber. Wir kommen einfach nicht mehr im Zeitplan nach. Das passiert, das passiert, das passiert. Das ist nicht gut, das passiert. So. Ihr kennt das Ganze. Also jetzt ist die Scheiße am Dampfen. Natürlich bekommt dann in so Situationen der Chef natürlich als erstes auf den Deckel, weil jetzt habe ich kurz nicht bekommt natürlich als erstes auf den Deckel, wenn der halt nicht sputen kann. Also wenn der da einfach also wenn die Firma oder wenn die das Team halt einfach diese Aufgabe nicht zustande bekommt in der Zeit, dann heißt okay, hey, wir brauchen das aber schon morgen. Ist das jetzt schon fertig? Sagt er, naja, fast, vielleicht wird es einen Tag später. Und dann geht er natürlich her und sagt, oh scheiße, Mitarbeiter, schneller, schneller, so. Und dann hat natürlich einen fetten Druck. So, und in so Situationen ist es natürlich smarter, den Menschen von Haus aus schon früher und rechtzeitig zu vermitteln, hey, tu mal was, wir können nicht die ganze Zeit chillen, wir haben diese Deadline zu erfüllen. Natürlich kommt das schnell mal rüber wie ein Arschloch und wenn der Chef dann selber gar nichts arbeitet oder es rüberkommt wie die Mitarbeiter, dass der gar nichts arbeitet, dann ist es natürlich schon so eine richtige Dissonanz. Also dann kommen da schon so, ja, der soll selbst mal was machen, der ist so faul und tut nichts und mimimi und bububu. Verstehe ich, das würde ich mir auch denken. Es gibt halt schon, also viele Chefs, bei denen sieht man halt einfach nicht, dass sie dann auch genauso viel Arbeit haben. Aber das tut jetzt erstmal gar nicht so viel zur Sache. Es geht nämlich darum, was ist wichtig als Führungskraft. Du musst als Führungskraft meiner Meinung nach einfach richtig entscheiden können, ob du jetzt in dieser Situation ein netter Kumpelchef sein solltest oder ob du jetzt dieser Arschlochchef sein solltest. Kann man jetzt halten von was man will? Aber es macht schon Sinn, wenn ihr drüber nachdenkt. Weil, angenommen, die Kacke ist am Dampfen und es ist das. Kann ich das? Scheiße, dann hätte ich die Geos vorab setzen sollten. Sollen. Egal. Spielt auch keine Rolle. So. Er muss halt einfach flexibel entscheiden können, ist es jetzt eine normale Situation, sollte ich nett und freundlich sein oder muss ich da jetzt durchgreifen und Dominanz zeigen. Angenommen, wir gehen von der Situation aus in der Steinzeit, die Höhle brennt, die Menschen brauchen einen, also wissen nicht wohin. Ja, sie haben keine Idee, wo sie da jetzt am besten hin sollen, beziehungsweise wo die halt jetzt, also wie sie da jetzt halt rauskommen. Weil die sind halt jetzt, sagen wir mal, einfach ein bisschen unterentwickelt, das ist gar nicht böse gemeint, aber die sind halt unterentwickelt und wollen diese Situation logischerweise überleben. So. Also, was schließen wir daraus? Sie müssen irgendwo diese Information erhalten, wie sie schnell und sicher rauskommen. Schnell ist eher sekundär,
aber sicher rauskommen ist halt primär. So. Und schnell ist natürlich ein begleitender Faktor dazu. Was tun sie denn? Was tun sie dann? Also sie müssen halt schauen. Das ist eine Magdiade? Ich fasse das halt gar nicht. Ich muss kurz pausieren, sorry. Ja, und dann gibt's eben diesen, das ist ganz voll random. Und dann gibt's halt eben diesen spontanen Führer, der sich durchsetzen kann und mit Dominanz sagt, hey, schnell da raus, schnell und kommt, Leute. Und wenn jemand trödelt oder noch irgendwas retten möchte, dann sagt er, hey, lass das liegen, komm jetzt mit. Jeder ist dem dankbar, dass sich der durchgesetzt hat und geschrien hat. Also jeder, aber die meisten halt, die fast nicht gerade sterben wollten in dieser Situation. Sicher, vielleicht hätten so auch viele Menschen überlebt, aber vielleicht hätte einer oder zwei hätten vielleicht alles retten wollen und alles mitgenommen oder was auch immer. Und sie haben einfach da diesen Dominanten gebraucht, der sich da durchsetzt, der einfach mal schreien kann, hey, das, so geht das gar nicht. Und in so Situationen gibt es in Unternehmen zwar heutzutage immer weniger, weil man ja sagen muss, es geht jetzt teilweise da jetzt nicht um Leben und Tod. Und es ist jetzt natürlich alles moderner und wird immer besser. Aber man muss halt immer noch sagen, es gibt ähnliche Situationen. Und ein bisschen eine schwächere Form dieser Führungsperson ist für gewisse Situationen auf jeden Fall wichtig. Man könnte sagen, man braucht einen guten Kopf und einen bösen Kopf. Ideal wäre das natürlich, wenn das in einer Person vereint werden würde, weil du hast so insofern dann einen flexiblen Chef, eine flexible Führungskraft, die dann einfach wirklich dafür sorgen kann, okay, jetzt brauche ich Mitgefühl, jetzt brauche ich Rücksicht und Verständnis, dass meine Mitarbeiter vielleicht gerade einfach nicht weiterkommen. Und jetzt aber brauche ich diesen Druck, jetzt brauche ich, hey, wir müssen das machen und das, weil sonst passiert das und das nicht oder sonst kommen wir nicht weiter oder was auch immer. Es gibt da viele Gründe, viele gibt es, genau. Maru, ich möchte dir das geben. So, ich muss nochmal kurz pausieren, weil ich nachschauen muss, wann die Maru da ist. Okay, ja, ich bin wieder da. Ich habe mitbekommen, dass sie jetzt in 10 Minuten rauskommt. Ja, super. worüber haben wir gerade geredet? Ja, deswegen nochmal zu dem, was ich vorher gesagt habe. Frauen werden für diese normalen, guten Situationen durchschnittlich eher einfach bessere Chefs, weil die dann eben mehr Mitgefühl und Empathie zeigen könnten und somit vielleicht sogar das ganze Klima ein bisschen besser drauf wäre. Aber andererseits, wenn dir die Mitarbeiter auf der Nase herumtanzen oder wenn die Mitarbeiter in stressigen Situationen dann einfach nicht diesen Anreiz bekommen, nicht dieses in den Arsch treten, dann kann das Ganze natürlich auch nicht funktionieren. Das heißt, irgendwo muss dann der Punkt kommen, wo du entweder sagst, okay, du kannst beides kombinieren, also du bist so und so drauf, oder du hast zwei Chefs, oder du bist halt einfach in dieser Situation sehr schwach, also bist in Stresssituationen dann schwach, oder du bist dann einfach dann in guten Situationen dann trotzdem ein Arschloch, was halt einfach trotzdem, finde ich, halt nicht smart ist, weil dann deine Mitarbeiter, die hassen dich und mimimi und hast du nicht gesehen, da geht halt dann, finde ich, viel flöten, ja. Kann man jetzt halten davon, was man will, was ich sage, aber ich finde, da sind schon viele Stufen, also da gibt's, jetzt ist schon wichtig, dass man da ein bisschen umsichtig ist insofern. Natürlich gibt es da zahlreiche Abstufungen. Also mit Abstufungen meine ich, da gibt es den Halbguten, der ist halb da gut und halb da gut und der kann sich vielleicht ein bisschen durchsetzen, aber nicht so viel. Es kommt auch voll aufs Klima drauf an. Falls, ich würde sagen, eine Frau als Chefin von anderen Frauen ist wahrscheinlich immer besser. Besser würde ich gar nicht sagen. Ich möchte sagen, wahrscheinlich besser als eine Frau, die eine gemischte Gruppe führt, sage ich jetzt mal, ganz frech. Weil, ja, weil das einfach insofern besser geht, weil Frauen sich da einfach auch mehr Gedanken machen. Die denken auch so drüber nach, ich möchte jetzt nicht Chefin sein, weil da hätte ich viel zu tun. So, diesen Gedanken gibt es nämlich von einem Mann nicht, der denkt sich halt dann nur, ja, dieser Chef, wenn ich der Chef wäre, ich würde das schon alles anders machen und das gibt es ja gar nicht, dass der das so macht und so.
Tatsächlich, ich meine, verstehe auch. Ich meine, ein bisschen aufregen, ein bisschen Kritik ausüben, das hat doch keinen geschadet, ja. Aber generell, so das für das Klima ist es wahrscheinlich dann auch nicht das Beste. Aber das sind alles Designsachen. Es geht auch gar nicht um Mann und Frau. Ich sage nur, in der Tendenz sind Männer eher autoritäre Führer und Frauen eher diese kumpelhaften, freundlichen. Ja, muss aber auch nicht sein. Zum Beispiel die Chefin von meiner Mutter ist, glaube ich, da ein ganz, ganz gutes Mittelmaß. Ich glaube, dass das ganz gut funktioniert in diesem Unternehmen. Vor allem das Wichtigste, das kommt jetzt, das ist jetzt ganz was Randomes, das ich vorher schon ansprechen wollte. Also jeder von euch, der einen Chef hat, denkt sich das jetzt, warum hast du das nicht angesprochen? Aber das Wichtigste, dass ein Chef einerseits Ahnung von diesem Job hat, wirklich, der muss vorher in diesem Bereich gearbeitet haben, meiner Meinung nach. Oder zumindest mal, er muss das auf jeden Fall können, wissen und verstehen. Und dann das zweite Ding ist dann, dass er auch was tut und was arbeitet und nicht nur dann faul herumsitzt und nicht nur den Chef spielt und nicht nur arbeiten und Aufgaben zuteilt. Das heißt, das Anliegen ist halt, er muss was können und er muss auch was tun. Er muss zwar jetzt nicht, wenn er jetzt ein Chef von einer Baufirma ist oder so, muss er jetzt nicht am Bau arbeiten unbedingt. Aber man muss wissen, dass sich der schon auch einsetzt und dass er auch schon genug Arbeit hat. Und man muss auch wissen, dass der das die Ahnung über diese, also dass der theoretisch ein Haus trotzdem bauen könnte. Das muss, finde ich, gegeben sein, weil sonst können die Mitarbeiter diesen Chef nicht respektieren und akzeptieren. Das Ganze ist natürlich was ganz anderes in einer reinen Bürofirma, also wo es halt nur Sekretärinnen und was heißt nur, also, wo es halt dann, ja, wo es halt nur um Verwaltung und Organisation geht, sowas. Da ist das Ganze wieder ganz anders, weil da ist der Chef so oder so qualifiziert wahrscheinlich, sonst wäre er nicht Chef geworden oder generell nicht ins Unternehmen gekommen. Wie gesagt, generell wichtig einfach, dass er Ahnung hat, dass er die Mitarbeiter verstehen kann und dass auch somit die Mitarbeiter ihn dann respektieren können und sich verstanden fühlen. So. Also da geht es um sehr viele Faktoren, wie gesagt, um Autorität geht es natürlich auch, aber auch um Mitgefühl, aber auch um wirkliches Verständnis von der Tätigkeit, um wirkliche Wertschätzung der Arbeit, die die Mitarbeiter vollführen. Da geht es um viele Faktoren, die ich eigentlich ursprünglich am Anfang hätte sagen sollen. Weil das Ganze jetzt natürlich, jeder hat natürlich eine geringe Watchtime, das heißt, die meisten schalten bei 5 Minuten weg oder was. Die haben das natürlich jetzt, diese wichtigen Faktoren, jetzt gar nicht gemerkt. Wie gesagt, aber ich habe es drin, es ist vorhanden. Es gibt so viele mehr Faktoren natürlich. Und generell ein bisschen Charisma oder so viele mehr Faktoren. Ja, das spielt halt, für mich muss man halt wirklich als Führungskraft ein Allrounder sein. Und einfach auch vor allem dein Unternehmen gut promoten können, gut nach außen bringen können. Und vor allem dann auch intern diese Beziehungen gut pflegen, genug Arbeit auch verrichten. Ich meine, das hast du meistens eh, sobald du ein gutes Image nach außen hast, sobald du genug Aufträge hast und sobald du eine gute Beziehung mit deinen Mitarbeitern hast, glaube ich, hast du eh genug Arbeit und dann bist du auch ein guter Chef. Ich möchte sowieso keinen ansprechen und nie an jemanden zweifeln. Aber wie gesagt, das sind so meine Erkenntnisse, meine Faktoren, die da wichtig sind. Natürlich, je moderner und je aufgeschlossener die Leute sind und je sozialer der Chef ist, desto leichter ist es die ganze Situation, weil dann musst du weniger autoritär sein, weil wenn die checken, okay, das ist einer vom Team der Chef, dann willst du den trotzdem nicht hängen lassen. Wenn er, das macht schon Sinn irgendwie, oder? Dann haben die einfach so ein Teamgefühl, so ein Zusammengehörigkeitsding und dann ist das wieder ganz was anderes. Ja, gibt viele Faktoren, die da auf jeden Fall mitspielen. Allgemein, ich wollte ja eher wahrscheinlich allgemein über eine Führungsperson reden, gar nicht unbedingt in einem Unternehmen. Aber es ist auf jeden Fall wichtig, dass ein Chef auf jeden Fall genug Interesse an seinen Menschen zeigt und dass da wirklich auch alles gut läuft. Aber so viel dazu. Für mich ist wenn ich mal eine Führungskraft respektiere und wenn sie mich respektiert, dann ist halt einfach schön. So. Dann magst du gerne deine Arbeit, dann wirst du wertgeschätzt
dann, wenn du wertgeschätzt bist, dann ja, also dann macht das Spaß und dann ist es nur halb so anstrengend und dann wirst du auch wahrscheinlich bessere Leistungen bringen. Das heißt, es ist eine Win-Win-Situation für alle, wenn der Chef kein Wichser ist. So. Zu viel dazu. Ihr lieben Leute da draußen. Ich wünsche euch jetzt noch eine schöne Zeit. Warte, arbeitet die noch, die Robin? Ja, ja, die macht die Nacht durch. Na dann. Okay. Ich wünsche euch noch eine wunderbare Zeit. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ciao.